Hallo mein Freund. Ja, letzte Woche habe ich es leider vergessen, deshalb gibt es die Tomb Raider Schatzsuche erst jetzt heute bei mir. Ich muss gestehen, ich habe mich leider ein wenig spoilern lassen. Dadurch weiß ich leider schon, wo die erste Location ist, aber das soll uns jetzt mal hier nicht aufhalten. Was danach kommt, weiß ich allerdings noch nicht. Wir haben hier eine handgezeichnete Karte von Lara bekommen mit der folgenden Nachricht. Während meiner Abenteuer auf Aurora bin ich auf eine interessante Karte gestoßen. Leider wurde ich von bewaffneten Söldnern vertrieben und war deshalb nicht in der Lage, diesem Fund angemessen nachzugehen. Es kam mir wie eine solide Spur vor, also sollte es kein Problem sein, sie wiederzufinden. Der Gletscher in der Nähe kühlt das Gebiet ziemlich stark herunter. Daher würde ich zu angemessener Kleidung raten, aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Der Rest ist nur eine Frage des Verstands. Lara Croft, also LC. Und hier noch der Vermerk, ich habe etwas für dich hinterlassen. Du merkst vielleicht, meine Stimme ist leider noch ein bisschen angeschlagen. Ja, der Husten ist leider zurückgekehrt. Ja. So, jetzt schaue ich gerade nochmal schnell auf die Karte. Wie gesagt, ich habe mich leider ein bisschen spoilern lassen und weiß deshalb, dass das hier in der Nähe von hier diesem Biwak ist. Irgendwo hier nördlich davon. Hier irgendwo. Ich markiere mir einfach hier genau die Mitte. Und dann fliege ich dahin und dann sehen wir uns dort, sobald Fixit geschafft hat einzusteigen. So, hier sind wir auch schon. Jetzt schauen wir nur... Achso, das ist direkt hier. Okay, gut. Das war jetzt keine Absicht. Ja, also hier ist der Eingang jedenfalls von diesem... Von dieser ersten Location. Schauen wir mal, wo können wir denn hier den Heli landen? Hier vorne dran direkt. Wunderbar. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Ein Skelett mit einem Wurfspeer im Mund. Okay. Viele Statuen. Die kennt man ja auch schon von anderen Locations auf Aurora. Die sind jetzt so dahingehend nichts Besonderes. Und da haben wir eine Kiste. Die Kiste kennst du bestimmt auch schon. Die können wir hier noch nicht öffnen, weil diese drei Steine hier fehlen. So, er hier hat eine Karte im Arm. Und jetzt geht die Schatzsuche auch für mich los, denn jetzt weiß ich nicht mehr weiter. So, die Karte zum ersten Stein. Diese kleine Insel sieht außergewöhnlich aus und könnte in einem der Biome im Westen von Aurora liegen. Im Westen von Aurora. Okay, gut, die Insel sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Atompilz. Gibt es hier eine spezielle Taste, die ich drücken muss, damit Nomad sagt, dass da was fehlt oder so? Nee, auch nicht. Okay, gut, dann. So, dann schauen wir eben mal nochmal auf die Karte. So, die Markierung kann weg. Im Westen von Aurora. Eine kleine Insel. Gut, das hier ist eher so Süden. Westen wäre, würde ich sagen, alles ab hier. Also alles ab hier aufwärts. Bis hier so. Dann schauen wir doch mal. Gibt es eine Insel, die so ähnlich aussieht? Standort aus dem Kalten Krieg, das wird's nicht sein. Hier haben wir ein paar Inseln, da sind aber keine Bäume und die sieht ein bisschen groß aus und hat auch irgendwie eine andere Form. Das sind auch keine Bäume. Die sah sehr rund aus, die Insel, ne? Komme ich darüber hin? Ja. Nein. Da. Ja, die sieht mehr so rund aus, ne? So ein bisschen wie so ein Atompilz mit Bäumen drauf. Und zwei kleinen Inselchen nebendran. Zwei kleine Inselchen nebendran. Was haben wir hier? Da sind auch keine Bäume. Da ist ein Windpark. Das ist rund. Und da sind auch Inselchen nebendran, aber das sind auch wieder keine Bäume. Zumindest sehe ich keine auf der Karte. Haben wir denn sonst noch Inseln? Inseln? Na, hier sind wir schon am Norden. Hm. Vielleicht werden auch nicht alle Bäume angezeigt. Ist es vielleicht doch die hier?
Nee, die sieht ganz anders aus. Ist das eine Bunkeranlage oder so? Die ist auch nicht rund. Die einzige runde, wirklich runde hier ist die hier, aber das sieht aus, als wäre da umzäunt oder so. Ich fliege einfach mal hin und dann schauen wir mal weiter. Tatsächlich, das scheint. Also die Insel ist zumindest grün. Und die sieht aus wie ein Atompilz. So ein bisschen, oder? Ja. Das ist die garantiert. Aber warum sieht die hier auf der Karte so anders aus, als wäre es komplett nur Sand und so? Das ist überhaupt nichts grün, aber die ist komplett grün. Nun, gut, wir haben hier vorne auch schon zwei Statuen. Also, und oben auch wieder. Also sind wir hier auf jeden Fall richtig. Die Frage, wo können wir hier landen? Das hier sieht doch gut aus. Ich hoffe, der Baum hier geht kaputt, wenn ich dran fliege. Geht er kaputt? Nein, er geht nicht kaputt. Gut, dann. Okay, Präzisionslandung. Oh Gott, hier ist ganz schön windig. So. Landung vollzogen. Wunderbar. Noch mehr Skelette. Er hier hat. Ist aufgespießt. Okay. Oh. Smaragd. Ich kann die nicht aufheben. Smaragd-Dinger da. Inventar vielleicht voll. Was haben wir hier? So eine Art Zeremonienmesser. Und eine sehr gut erhaltene Holzschale. Okay. Ah, guck mal da. Da ist die Karte. Ah, und da ist der Stein. Okay, nehmen wir uns erstmal die Karte. Karte zum zweiten Stein. Das versunkene Schiff sollten. Ah, ich weiß. Das weiß ich. Das weiß ich, wo das ist. Ich kenne das. Ich kenne das Schiff. Das ist auch eine Schatzkiste nebendran. Die habe ich aber schon gelootet. Erst zu finden, sollte auch ein Hinweis auf den Fundort des zweiten Steins liefern. Genau. Okay, das weiß ich, wo es ist. Ungefähr. Ich weiß nur leider nicht mehr genau, in welchem Biom. Und da haben wir den ersten Stein. Den ersten Schlangenstein. Aber warum kann ich die Sachen hier nicht aufheben? Das ist voll Beschiss. Glänzt da so schön rum. Und ich kann es nicht aufheben. Okay, so. Das Schiff. Das ist. Gute Frage. Im Norden ist es nicht. Es ist auch irgendwo im Westen. Ich weiß, es war irgendwo ein Biwak in der Nähe. Weißt du was? Ich markiere mir einfach hier. Und da fliege ich einfach hier quer drüber und dann werde ich es schon finden. Wenn nicht, fliege ich halt noch ein bisschen weiter. Alles einsteigen. Das hier sieht alles nicht so aus wie der Ort, an dem das Schiff ist. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Es ist wohl doch nicht im Westen. War das hier irgendwo? Es war eine Bucht. Das weiß ich. Ah, Moment mal, guck mal hier, Piratenruinen. Das ist doch. Das muss es doch sein, oder? Ist bestimmt das Schiff. Und hier ist auch das Biwak in der Nähe. Markier es mir. Jo, alles klar. Was? Das ist eine Insel. Verdammt. Das ist auch nicht. Verdammt, wo war dieses scheiß Piratenschiff? Das war aber doch hier irgendwo. Also hier ist es nicht, das ist eine Insel. Was ist das? Oh. Okay. Das kommt davon, wenn man zu sehr auf sein Ziel fixiert ist und nicht mehr links und rechts schaut. Bin ich doch glatt vorbeigeflogen. Ja, das ist es. Das ist das Piratenschiff. Wo kann ich hier landen? Genau, und hier ist der Schatz, den ich schon gelootet habe. So, dann schauen wir mal. Oh Gott.
Ich will die Goldmünzen hier aufsammeln, aber es geht nicht. So, also dann schauen wir mal, wo es hier etwas gibt. Sieht ziemlich mau aus hier rundherum. Aber vielleicht im Schiff. Kann ja sein, dass die Piraten da was geschmuggelt haben. Beziehungsweise auf dem Schiff. In das Schiff können wir ja nicht. So, hier. Eine alte spanische Flagge. Da können wir nicht hoch. Da können wir hoch. Aber da ist nichts. Es sei denn, hinter diesem Fass da vorne liegt was. Da ist aber auch nichts. Ich guck nochmal auf die Karte. Okay. Also zeigt das Schiff vielleicht einfach nur dahin? Aber ich mache das mit der Drohne. Es ist mir hier zu blöd zu laufen. Oh, ein Drohnenfreund. Also ich kann hier mit der Drohne leider nicht hoch genug gucken. Aber wenn ich erstmal hier weiterfliege, so ungefähr, so die Richtung, wie der Mast ist. Was ist das? Halt. Ach Mann, dieser blöde Empfang. So, hier haben wir Säulen. Könnten natürlich auch nicht richtig reingerenderte Bäume sein, aber ich glaube, es sind Säulen. Gibt es hier auch diese Statuen? Ich sehe mal keine. Aber gehen wir einfach schauen. Kostet ja nix. Ja, es sind Säulen, okay. Ich glaube, ich habe auch gerade Statuen gesehen. Ja, das sind Statuen. Okay. Und da liegt was Rotes. Der nächste Stein. Hui. So, wo ist der Hinweis, der nächste? Die nächste Karte? Oh, da habe ich was blinken gesehen. Da. Versteckt zwischen den Steinen. Wie gemein. Karte zum dritten Stein. Die Westküste einer Insel mit einem aktiven Vulkan, also Golem Island, und insbesondere mit einem markanten roten Baum. Ich erinnere mich an den roten Baum, da waren wir bei beim Klassenleveln waren wir schon mal da, glaube ich. Ich meine mich daran zu erinnern. Ich glaube mich daran zu erinnern. Okay, aber ich glaube, da fliege ich jetzt nicht mit dem Heli hin. Das ist dann doch ein bisschen sehr weit weg. Ich brauche irgendwo einen Biwak. Westküste, hat sie gesagt. Das hier ist, glaube ich, ein ziemlich hoher Punkt. Ne? Da kann ich da von da aus mit der Drohne schauen, wo der rote Baum ist. So, Dalle, schauen wir mal. Westen ist hier. So, die alte Markierung. Wobei, die kann ich auch mit der Drohne wegmachen. So, so Westküste. Frage ist, wie weit kann ich fliegen, bevor die Drohne den Geist aufgibt. Spuren antiker Ruinen da hinten. Da leuchtet was rot. Es könnte der rote Baum sein. Und die Drohne hat Spuren antiker Ruinen aufgedeckt. Also. Oder zum 100. Mal gescannt, wie immer. Ich weiß auch nicht, warum die Drohne, wie damals schon bei Wildlands, immer wieder alles erneut scannen muss. Verstehe ich nicht. Okay, so, da unten ist ein Auto, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Jetzt habe ich mir die Stelle gar nicht markiert. Wo war das denn jetzt? Verdammt. Jetzt wird's schwierig.
So, wo war das? Also da ist das dieses komische Dorf. Irgendwo rechts daneben war das. Ach, guck mal, hier schon wieder. Dankeschön, Drohne. Danke. Perfekt. Fahren wir da mal hin. Muss da jetzt ausgerechnet ein Buggypaar kommen. Meine Güte. So, wir sind bei der Markierung angelangt. Allerdings ist die Markierung im Wasser. Das ist nicht so genial. Und das da unten ist kein Baum. Da werde ich wohl nochmal einen Aufklärungsflug starten müssen. Aber da war ich auch noch nicht. War das vielleicht die Spuren antiker Ruinen, die die Drohne gefunden hat? Nee, da ist tatsächlich der rote Baum. So, jetzt nochmal hier markieren. Und dann schauen wir. So, erneut Statuen. Genau, das ist das Massengrab. Genau, daran erinnere ich mich. Mit dem Albino-Baum, mit den roten Blüten. Albino, weil er weiß es. Einfach nur deshalb. So, jetzt nur die Frage, wo ist der Stein? Oder wo ist ein Hinweis auf den Stein? Da ist nix. Nun. Und jetzt? Da ist noch eine Statue, eine umgekippte und noch eine. Und... What the fuck? Und wieder so eine sehr gut erhaltene Holzschale. Vielleicht ist es auch Elfenbein. Das könnte natürlich sein, dass wir dann erklären, warum es so gut erhalten ist. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe das jetzt gerade eher per Zufall. Ich hätte jetzt auch absichtlich durchgeguckt, aber jetzt im Moment sehe ich es gerade per Zufall. Das Haus da unten. Komme ich da per Fallschirm hin? Ich komme bis rüber. Sehr gut. Da war ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Spritzen und Gedöns, Minen, wie immer. Aber sonst ist hier auch nichts. Oh, eine Kiste. So, das war aber auch nichts. Ist das hier ein Hinweis? Auch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Also dieses Kimme, Stein, Kimme und Korn, wo auch immer es war, hat auf jeden Fall hierher gezeigt. Das da? Nee. Ja, Vassili, ist gut. Du darfst ein bisschen planschen. Guck mal, da ist eine Höhle unten drunter und da ist auch der rote Stein. Okay, gut, da hätte ich jetzt nicht nachgeguckt. Autsch. Die Location ist cool. Gefällt mir so rein optisch. Ja komm, so tief kann das Wasser doch da nicht sein, oder? Dann nehmen wir den Stein. Einen nächsten Hinweis gibt es nicht, weil es der dritte Schlangenstein ist. Damit haben wir die alle. Das heißt, jetzt wieder zurück zur Position von der Truhe. Jetzt haben wir natürlich keinen Heli mehr, aber wir können ja zu diesem Biwak gehen, was mir als Anhaltspunkt diente. Wo war das denn jetzt noch?
Silent Mountain war's und genau hier. So, dann laufen wir mal wieder zur Truhe. Hab die Nachtsichtbrille auf, viel besser. Ach, hier ist auch noch einer, der aufgespießt wurde. Er wurfsperrt. Okay. Können wir die jetzt öffnen? Ja. Sehr cool. Ein Hum-Int-Bericht. Was auch immer das ist. Kontakt mit der potenziellen Quelle Trinity's End wurde hergestellt. Trinity's End hat unsere Bedingung anerkannt, dass die Firma das Material vor der Veröffentlichung sichten darf. Die Zusammenarbeit könnte sehr hilfreich sein. Der Kontakt wird über britische Agenten aufrechterhalten. Leitende Agenten Karen Bowman. Okay, wieder Karen Bowman, wie es auch schon in Operation Motherland sein wird. Auch wieder ein Hinweis auf Karen Bowman. Das hier, das war in Wildlands in Bolivien, daran erinnere ich mich. Genauso wie hier. Diese, ja, war da überall da in diesen Kirchen und Kapellen. Santa Muerte. Ja, cool. Und als Items haben wir ja bekommen die Laras Tanktop, Laras Sonnenbrille und eine Pistole. Okay, ich muss wirklich zustimmen. Ich habe selten so eine hässliche Sonnenbrille gesehen. Ja. Aber was soll's, besser als nix. So, und Laras Tanktop. Oh, das ist halt ein Tanktop, ne? Allerdings das erste seiner Art hier in Breakpoint. Ich zieh mal kurz den Rucksack aus und die Weste. Damit man's besser sehen kann. Wo ist es denn jetzt? Vorbeigescrollt. Da. Ja, gut. Da vorne steht was drauf, oder? Ist das nur Schweiß? Ach Mann, ich kann die Position nicht richtig. Aber so vielleicht. Ey, was soll das? Nee, ich glaube, es ist nur Schweiß. Okay. Na gut, okay. Also sieht aber eigentlich ganz schick aus. Im Gegensatz zur Sonnenbrille. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal noch die Pistole an. Können wir auch direkt aufwerten. So, wunderbar. Ja, optisch an und für sich ganz schick. Sehe nur ich das so oder ist dieser Kompensator hier sinnlos? Das hier. Ist doch kein Kompensator mehr. Naja, was weiß ich schon. Aber okay, cool. Kann man haben. Ich werde sie jetzt nicht ausrüsten, aber ja, sieht ja an und für sich optisch, sieht sie ja ganz nett aus. 45er. Jo. Gut, wunderbar. Das war dann jetzt hier die Tomb Raider Schatzsuche. Dann, ja, hoffe ich, dir hat's gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.